Ja, leider nicht so gut aufgelöst. Das kann man aber sicher auch einstellen. Radar, Details, Performance, Controls, Zoom, Z. Dann machen wir das auf Apostroph. Okay, wenn ich jetzt Minus drücke, ist es auch hochauflösend. Okay, wir sind hier auf deiner Insel. Finde ich jetzt nicht ganz so gut, aber wir haben ja Festland gesehen. Also zumindest nochmal so eine Insel. Das geht gut eigentlich. Also, das geht wenigstens. So, wir könnten noch die Tanne dort nehmen. Sollte es aber bald hoffentlich Nacht werden. Diese Vierecke habe ich mehrmals gesehen. Aber was es ist, wahrscheinlich ein Portal zu einer anderen Welt oder so. Weil das Wasser ist ganz anders. Ich habe keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Das müssen wir alles noch herausfinden. Und wenn wir es brauchen können, kann ich es auch nachschauen. Aber momentan alles Schritt für Schritt. Und ja. Wir haben noch genug zu tun. Das Modpack ist eben gigantisch. Es gibt sehr viele Sachen. Und ja. Bis dahin haben wir dann auch bessere Ausrüstung und so und gehen dann nicht in den Tod hinein. Das wäre ja nicht gut. Ja, den machen wir wieder hin. So, zwei Setzlinge haben wir schon mal. 4 Log. Ich weiß nicht, was 4 heißt, aber das ist wahrscheinlich auch eine Tannenart. Heißt vielleicht auch Tanne. Ein blauer Setzling, Blueberry. Okay. Ein Reis, eine Reispflanze, okay. Gebt mir noch ein paar. Diese Tannen sind schön, die setzen wir jetzt in der Nähe vom Haus noch an. Ja, das reicht. Den Baum fällen wir dann auch mal. Aber nicht jetzt. Weil der geht ja lang zum Fällen. Also geht mit Tree Capture. Ah, die machen Schaden, Dornenbusch. Da müssen wir aufpassen. So, dann haben wir wieder neue Setzlinge. Nehmen wir mal einen Blueberry Bush. Wir müssen noch schauen, welche Pflanze welchen Heilungs-, also Hunger stillt. So, und wir setzen diese 4 Loks hier hin. Einen, zwei, drei, 4, 5. Die Mangroven brauchen wir nicht. Kann man die setzen? Ja. Aber wir setzen sie auch mal hin. So. 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 Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Damit wir es später dann nicht mehr machen müssen. Okay, dann machen wir, ja, wir haben immer noch kein Essen. Das ist das Blöde. Noch ein bisschen warten, sorry. Nicht lecker. Okay. Können wir nochmals in die Mine gehen? Den können wir noch nicht abbauen. Ja, toll.
So. Die Fackeln aber bitte hierhin. Hallo? Sind die Fackeln? Okay. Kertus Quartz, Earth Infused Stone. Wir nehmen das Eisen mit. So. Chimerit, Zinn. Nicht lecken, bitte! Ja, ja, aber macht ein bisschen Probleme mit Fraps. Also, Fraps macht Probleme mit Java. Weil beide Programme extrem viele Ressourcen verbrauchen und sie nicht miteinander optimiert sind. Aber ich werde ja so schnell wie möglich wechseln auf Shadow Play von Nvidia. Dann brauche ich eine 600er Reihe oder höher, um die auch benutzen zu können. Okay, so viel Kohle brauchen wir auch nicht. Wir nehmen hier mal einfach die mit, so. Und gehen weiter. Amber. Sieht interessant aus, wenn die Höhle so blau ist. Ich finde es noch geil. So, hier haben wir noch Kupfer, nehmen wir auch mit. Gut, Osmium brauchen wir nicht. Hier ist auch noch Eisen. Und Saphire, sehr praktisch, aber die können wir noch nicht abbauen. Saphire kann man auch Werkzeuge rausmachen. Und anderwertiges, gutes Zeugs. Kann man vergleichen mit Diamanten, sie halten nur nicht so lange. Und man kann damit kein Obsidian abbauen. Und Obsidian-ähnliche Erze aus den Mods. So. So, jetzt muss ich kurz nochmal zoomen. Da drüben haben wir einen Wenn man jetzt hier entlang buddelt, kommen wir eigentlich zum Eingang wieder. Stimmt das? Sehe ich das recht? Also hier nicht, aber wenn man hier runter buddelt oder hoch. Eigentlich könnte ich hoch benutzen. Ah, ich weiß, wir sind fast ganz oben, da muss es runter sein. Ah, hier. Praktisch. Sehr schön. Sind wir ja wieder hier. Genau hinter der Treppe was. Okay. Und? Werdet ihr bald mal wieder reif. Mit den vier könnten wir eine Spitzhacke machen, ist wichtiger. So, jetzt nehmen wir das Zeugs und legen es rein. Aluminium Oreberry können wir setzen. Die müssen hier unten in einen Raum tun. Der muss nämlich auf Stein platziert werden. So, und hier haben wir Bitumen. So, die setzen wir hin, damit sie schön wachsen. Wahrscheinlich brauchen sie auch Licht. Machen wir mal Licht und ja.
warten jetzt noch kurz, bis die Nacht vorüber ist. Ich werde kurz überspringen und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Nacht vorüber ist. Bis gleich. So, es wird langsam morgen wieder. Ich habe hier noch ein paar Fackeln hingesetzt, damit wir das nicht im Let's Play machen müssen. Und ja, hier sind schon ein paar Sachen gewachsen. Nicht schlecht. Die könnten wir mal gewinnen. Okay, wir bekommen leider nur eine Frucht über. Schade. Okay, wenn Tag ist, ja, jetzt können wir auf easy stellen wieder. So. Na, die nicht mitnehmen. So, der Apfel kann dafür rein. Die Tum kann auch rein. Die Ho kann rein. Gravel kann rein. Ja. Jetzt machen wir uns schon mal eine Rüstung. So. Und ein Schwert. Gut. Ja. Jetzt schauen wir uns nochmals ein bisschen um. Kann diese Büsche wegmachen. Ist nicht so gut. Okay, könnten mal auf dieses andere Island gehen. Hier sind überall Büsche. Müssen wir wirklich schauen, dass wir die nicht übersehen. Aber sie machen auch nicht so viel Damage. Das ist recht gut. Oh, das ist noch eine große Insel, das ist wahrscheinlich das Festland. Praktisch, die macht keinen Schaden, nein. Und hier haben wir auch Zuckerrohr. So. Nehmen wir Wasser mit. Und hier noch mehr. Ah, das ist ein Gummibaum, den müssen wir mitnehmen. Noch einen. Ja. Okay. Da drüben ist ein blaues Holz. Kann man da irgendwie zoomen? Nein. Keine Optifine drin, deshalb. Schade. Ja, wir haben einen Kopf. Ja. Nice. Wir schauen uns mal dieses blaue Holz an. Und gehen dann wieder zurück. Oh, hier sind noch schöne Tannen. Episch. Also das Let's Play wird mir gigantisch viel Spaß machen. Ich hoffe euch auch. Und ja, wenn ihr Fragen und Antworten haben wollt, dann kann ich gerne euch das sagen. Ihr natürlich, ja. Jo. Das sieht aus wie ein Mammutbaum. Schauen wir mal. Ja, Redwood Forest Lock. Da oben sind sogar noch
Fahne Gloriosa. Okay. Von dieser Schönheit. Okay, schauen wir mal dieses Holz, das ist so Fantasy-artig. Rainbow Eucalyptus Quadrilog. Okay, wir nehmen einfach mal ein bisschen mit. Wir haben leider keine Axt mehr, ja. Wir nehmen einfach mal ein paar von denen mit. So. Gut, was haben wir sonst noch für Bäume hier? Hier ist ein Apfel, nehmen wir mit. Da drüben hat es ein Ödland irgendwie so. Ah, grüß Gott. Ale-Glas. Wir nehmen hier noch einen Tintenfisch, also die Tintensäckchen mit. Die brauchen wir dann später für einen Mod. So. Und das ist das. Squid Meat. Tintenfischfleisch. Das können wir nicht mehr rennen. Okay, 1,5 heilt das. Da ist ein blauer Stein. Was ist denn das? Ah, das ist eine Bienenwabe. Okay. Die heilt auch 1,5. Okay, ein bisschen schlechter als ein Apfel. Und das hinten ist ein rosa Baum. Ja, da gehen wir wahrscheinlich jetzt wieder zurück. Denke schon. Das ist, glaube ich, das gleiche Holz, oder? Ja. Der sieht grässlich aus, den Fällen. Ja, nein, den fällen wir nicht. Es geht zu lange. Wir müssen aber, bevor es dunkel wird, wieder zurück sein. Dann holen wir noch kurz den Tintenfisch hier. Ein paar mehr. So. Und wieder zurück. Das ist aber nicht unser Baum. Hier ist das Gras so komisch. Blödes Fraps. Und eine gigantische Schlucht. Da sehen wir mal wieder ein paar neue Erze. Da unten ist ein gelbes Erz. Dort drüben ist Holz. Ist das eine Wurzel? Ah, von den Mangroven wahrscheinlich. Ja, könnte hinhauen. Okay, dann schauen wir noch kurz, ob wir... Nein. Schauen wir mit einer Axt. Wir holen eine Axt. Und schauen, ob wir den Baum dort mit einer Axt fällen können. Also, hier sind wir wieder zurück. Ich muss noch kurz hier ein Waypoint machen. Haus und Spawn. So. Okay.
Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Und so. Was war das schon wieder? Als würde irgendwas kaputt gehen. War es der Baum? Oder was? Komisches Holz. Ich hoffe ja nicht, wenn hier irgendwas kaputt geht. Das wäre mir neu. Sieht man irgendwas von unten? Nein, man sieht nichts, oder? Ist es einfach ein Soundeffekt oder so? Ich hoffe ja. Es passiert nichts.